Jetzt war's wohl ich im Keller. Ich hab noch gedacht, geh ich in den Keller. Das ist auch wieder so eine Sache. Ich hab noch gedacht, geh ich in den Keller. Guten Abend. Ich meine, jetzt, wo Sie all da im Keller sitzen, ne? Bis wir alle im Wohnzimmer wären und. Komm. Neulich auch, mitten im Wohnzimmer gestanden, nicht mehr gewiss, was ich wollte. Ne? Ich war heute Morgen schon mal im Keller. Weil ich suche für einen Auspuff so. Was sagt man dann das so? Wie so ein Shell. Hat aber keinen gefunden. Ich habe noch gedacht, der Auspuff hängt nicht normal. Nicht nur fehlt wie so so ein Shell. Ne, wirklich, ich habe noch gedacht, der Auspuff hängt nicht normal. Wie so, ne? So. Wenn es sieht, da gäbe es doch so ein Zubehör-Ersatzteilgeschäft, die so ein Schild hätte. In der Autoverkäufer sagt, ja, bei uns gibt es das Auto nur komplett. Nee, du brauchst nicht zu klatschen, es kommt noch bessere Stelle. Ich habe gesagt, Sie kennen doch an so einem Auto, wo da steht, ohne so ein Shell abmache. Dann heißt doch mein Shell. Heißt, wenn ich ein ganzes Auto kaufe, das geht. Sagt er, ja, das ist kein Problem. Heißt, siehst du schon, das geht bei mir nicht. Ich habe noch gedacht, der Auspuff hängt nicht normal. Nicht? Wieso? Ah, oh, nee, hat sie jetzt schon ein paar Mal gesagt. Sie müssen sich mal die Prospekte angucken, da von den Zubehören, wo es da für die Autos gibt. Aluminiumfelge, Spoiler, nicht nur das Bremssystem, elektrische Scheibe, die runtergehen und nicht mehr nuff, nicht? Tourenmesser, aber kein Schell. Nicht? Ich habe noch gedacht, die Dinger kriegt man nur geschmissen. Ja, eine Firma hat mich nicht schon ausgeschmissen. Nicht? Ich habe bei meinem Nachbar, bei Meierkott, am Auto geguckt, der hat so ein Schell dran. Ne? Aber ich glaube, die passt bei mir nicht. Man kann sich das so ohne Auto gar nicht mehr vorstellen. Ne? Stell dir mal vor, es gäbe keine Autos mehr. Nicht? Die ganze Parkplätze, alles verlorener Platz. Ne? Aber wenn die jetzt schon so Dinge anfangen, wie mir den Ersatzteile da und. Sie wissen jetzt auch nicht, was ich da im Keller wollte, ne? Mann, ich mache Ihnen keinen Vorwurf, nicht? Also mit dem Eckstübchen, meiner Stammkneipe, ist mir das noch nie passiert, nicht? Dass ich da drin gestanden habe und hätte nicht gewusst, was ich wollte, nicht? Kann man nichts dran machen, nicht? Trinkt man mal eine Flasche Bier, vielleicht fällt es mir noch hin. Das Rohr wollte ich holen. Ich habe noch, Meierkott hat mich doch gefragt, ob ich ihm kein Geländer mache. Das wüsste ich noch gar nicht, nicht? Er hat mich gefragt, ob ich ihm kein Geländer mache. Und ich sage, jo, kann ich dir Geländer machen? Ja? Ich habe gesagt, jo, kann ich dir Geländer machen? Ich habe gesagt, vor wohin dann? Das sagte er, für an die Treppe. Ich habe gesagt, das nicht an die Dickmarsch kann ich mir vorstellen. Ich habe gesagt, drin oder draus. Ja, für an die Treppe, wo es bei ihm hinterm Haus runtergeht in den Keller.
Heißt, also, siehst du, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Nicht? Und es soll ein bisschen schön sein. Heißt, jetzt drück ich mal ein bisschen handwerklich aus. Nicht? Ich sag, Rundeise, Flacheise, soll noch Stäb dazwischen. Ich habe gesagt, in der Zeit, wo du das erklärst, habe ich das Gelände ja schon gemacht. Ich habe gesagt, ich gucke mir die Sache bei dir an, spätestens nur drei da ist das Gelände an der Wand. Sagt er, ja, es wird jetzt nicht so eile und wie gesagt, es soll ein bisschen schön sein. Ich sag, dann löscht er von mir aus so ein, wie sagt man dann, so ein schmiedeeisernes, nicht so Gezierding, nicht? Ich habe gesagt, aber halte ich nicht dran fest, sonst fahre ich mit dem Geländer die Treppen runter. Ich habe gesagt, da wird ein 10er Rohr geholt, 30 cm Flacheise. Ich habe gesagt, ich tue dir das Geländer noch an die Wand betoniere und da ist halt. Ich habe gesagt, ein Geländer ist dafür da, für sich dran festzuhalten und nicht um dekorativ die Treppen runter zu fallen. Sagt er, jo, Heinz, hast du ja recht. Heinz sagt, nicht nur das, Heinz, das stimmt auch. Ich habe gesagt, nicht nur das, Heinz, das stimmt auch. Ich habe gesagt, nicht nur das, Heinz, das stimmt auch. Da habe ich an dem Gelände angefangen, Material für so ein Gelände hat mir doch meistens daheim rumleihen. Ne? Und, ah ja, sie vielleicht nicht. Ne? Und ist er vorbeikommen, hat sich's angeguckt und dann sagt er, ah, jo. Er sagt, was, ah, jo. Das ist auch wieder so eine typische Äußerung von dir. Nicht? Ah, jo. Das ist auch wieder so eine typische Äußerung von dir. Ah, jo. Das ist Geländer. Das ist Geländer, das ist Geländer. Nicht? Heißt, also soll ich mir jetzt noch Wunderkerzen in die Ohren stecken? Und Lampaola abhelfen oder was? Durch die Garage hopse. Ich habe gesagt, wir kennen es auch so, mache ich mach's Geländer an die Wand, du machst mit Geschenkpapier inpacken. Und dann stellst dich so lang vorne dran, bis du gerot hast, was das ist. Dass ich die Leute bei so praktische Sache immer so unpraktisch dran stelle. Wie es fertig war, wie das Geländer an seiner Wand war, ist er alles drumherum, hat nichts gesagt. Heißt das, gefällt's da nicht. Heißt das, hopp, sah was. Ja, er wollte es eigentlich auf die andere Seite haben. Sagen Sie mal, auf der Kasche, da sitzt man ja auch nicht so gut. Aber nichts anderes da. Du, der Campingstuhl, wo ich gerade sehe, den haben wir schon, ich glaube, 12 Jahre. Oder im 12. Jahr. Das Geschäft, wo mit denen kaufen, gibt's gar nicht mehr. Also nicht deswegen. Ja, neulich haben wir tapeziert. Das war an dem Samstag, wo ich im Sportplatz war. Und komme heim, das Hilde hat schon angefangen, ich fand's dann nochmal neu gemacht, nicht? Und dann bin ich oben mit dem Staubsauger durch, für die ganze Tapete, Schnipsel und so aufzusaugen, nicht? Und die waren ja stilleweise regelrecht verklebt mit dem Kleister. Plötzlich geht der Staubsauger nicht mehr. Kaputt. Bin ich montags ins Geschäft. Er sagt, müssen wir nur gucken, der ist kaputt. Und dann sagt der, was macht er denn? Was macht er denn? Was wird der machen? Was wird der Staubsauger machen? Ich habe gesagt, der will mir in den Arm beißen. Ich habe gesagt, wahrscheinlich hat er die Dollwut.
Schon gesagt, wir waren gestern spazieren. Da habe ich den Staubsauger nicht an der Leine gehabt. Ah, nee, ich habe gedacht, lass ein bisschen springen. Nee, ist der Staubsauger, ist dem Haas noch? Wie das die Staubsauger so machen? Ich habe gesagt, was wird der Staubsauger machen? Ich habe gesagt, was wird der Staubsauger machen, wo nicht geht? Nichts macht er. Ich habe gesagt, deswegen sollt ihr jetzt nur googeln. Sagt er, Ich habe gesagt, ich freue mich, dass ich das mache. Wann ist er dann fertig? Sagt er, ich habe gemeint, er wäre schon kaputt. Ich habe gesagt, jo, nicht so fertig. Ich habe gesagt, wann er wieder geht. Heinz hat gesagt, kann ich überhaupt noch mal kommen? An der Besuchszeit. Ich habe gesagt, ich kann einen Krankenschein bringen. Ich habe gesagt, wann ist der Staubsauger am Donnerstagmittag um 4 Uhr fertig? Sagt am Freitag. Heißt das, jetzt hör mal zu, jetzt will ich dir mal was sagen. Ich sag, ich mach's ganz einfach. Heißt das, verstehst du auch? Heißt das, ich jetzt fort. Freitag noch einmal da her. Staubsauger, dann fertig. Sonst hinter die Öhrchen. Batsch, batsch. Ich habe gesagt, mein lieber Mann, gesagt, wenn mein Staubsauger so lange die Leitung hätte wie du, wäre das Kabel teuer wie der ganze Staubsauger. Ich habe gesagt, kannst du jetzt nur googeln, vielleicht ist nicht viel dran, ich weiß es ja nicht. Oder hat er da an dem Staubsauger so rumgemacht und macht, warum, weiß ich nicht, der Schlauch auf die andere Seite und bloß den Dreck im Geschäft rum. Fangt an zu husten, nicht? Heißt das, vielleicht war er erkillt. Ich habe gesagt, wenn der Staubsauger wieder geht, hat er ja ein guter Staubsauger, dann kannst du ja da saugen. Da machst du was mit, mein lieber Mann. Wie ist es denn mit den Milchstäbchen? So die Portionsdöschen. Die es da so im Zehnerpack gibt, nicht? Da sind in einem Pack sind, na? Acht oder zwölf. Und da ist doch vorne, ist doch so kleine Lasch, wo man den Deckel mit abmachen soll, nicht? Abmachen soll. Ich habe das Ding noch jedes Mal in der Hand gehabt. Und wenn vom Deckel was abgeht, höchstens so kleine Schnipselchen, damit nur keine Milch rauskommt. Ich sage immer, die Lasch ist dafür abzubrechen. Kannst du das Kaffeetrinken abbrechen? Für den, der im Kaffee keine Milch will, für den ist das praktisch.
Und wenn der Deckel wirklich mal abgeht, hast du die Milch überall. Nur nicht im Kaffee. Kannst du den Kaffee noch auf die Hose schütten? Hat man alles wieder zusammen. Sieht beim Umrehren ein bisschen dumm aus, aber... So, jetzt bringe ich das Ruhe noch einmal kurz zurück. So ein Scherz noch her noch. Ich hätte es ja halb Geländer behalten. Ah ja, ich weiß doch, wie das geht. Wir schon bei dem Zeich, wo die Leute nicht gebrauchen können. Man ist der meiste Palaver. Ohne Garantie, wenn ich dem das Ruhe bringe, sagt er, ach Heinz, du brauchst doch mir das Ruhe nicht zu bringen. Wenn ich es ihm nicht bringe, heißt es, Mensch, du, der Heinz, der mir das Ruhe bringe. Aber wenn es sieht, der kommt mir auf die Idee, sich das Ruhe da abzuholen. Ich strahle sie nicht, wann ist es fort? Ich sage immer, was fort ist, ist fort. Was aus der Fies ist, ist aus der Fies. Was fort ist, ist aus der Fies. Sprichwort von mir. Ne? Sie haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Nicht? 20 Minuten bin ich noch mal da. Alles gleich. Wer das mit dem Rohr auch erledigt? Samo, hat eigentlich der Stefan schon... Nee, natürlich nicht. Ich habe doch erzählt, dass er da Party machen wollte, nicht? Dann haben sie dort den Plattenspieler und Lautsprecher, Buchse, kenne mich ja bei dem Zeichner nicht so aus, nicht? Haben sie so hingestellt und da steht das jetzt. Steht 100 Jahre noch da. Steht 100 Jahre noch da. Wahrscheinlich hofft er, dass irgendwas noch draus wird, aber spielt sich ja nichts ab. Nicht? Steht 100 Jahre noch da. Wie das aussieht. Das Kabel hängt da rum und so, als das. Es ist doch nicht zu fassen. Jetzt weiß ich auch, wieso in der Garage das Licht nicht geht. Als wenn das da Musik ist. Ich mache auch noch mit. Zwei geklingelt. Hilde! Hilde! Machst du da oben? Und fress nicht so viel Hormontablette.
Stefan! Herrgott, du na kell noch einmal. Warten mal. Hallo! Hallo! Laumann! Herbert Laumann! Komme von der städtischen Stadt. Wollte hier Gas, Wasser, Licht ablesen. Scheint jemand da zu sein. Na ja, Gott, ich kenne mich ja aus. Sagen Sie mal, hier riecht's doch irgendwie nach Gas. Sagen Sie mal, hören Sie das auch? Hier sagt jemand Zahlen auf. Hier zählt jemand. Ach, das ist ja der Zähler. Ach so. So, schon fertig. Nicht, was Sie jetzt meinen, ich bekomme jedes Mal eine Flasche. Das letzte Mal auch, war auch niemand da. Sagen Sie mal, kennen Sie den Herrn Becker eigentlich näher? Mein, ich will ja nichts Falsches über den Mann sagen. Ich sage ja nur, wie es ist. Nicht? Herr Becker gehört ja auch zu den Leuten, die immer so mit Ajo, musst du nur. Nicht? Und Herr Becker ist ja in diesem Kleintierzuchtverein, nicht? Und Sie haben immer diese Veranstaltung, ich meine, Sie haben mehrere, nicht? Ich meine, diese eine mit dieser Tombola, nicht? Und da habe ich mal gefragt, ob ich nicht 3 Karten haben könnte für meine Frau und ihre Schwester. Also Freikarten, nicht? Will die Karten nicht geschenkt bekommen. Nicht? Und Herr Becker gleich so in seinem typischen Ajo, musst du nur, nicht? Ich sollte die Karten da im Eckstäbchen, nicht? Muss wohl seine Stammkneipe sein, nicht? Also, da könnte ich die Karten abholen, nicht? Bin dann 2-3 Tage später, bin ich dann dahin, nicht? Und dann hieß es, was denn für Karten, für wen die denn sein sollten? Also, kurz gesagt, ich bekam keine Karten, waren wohl auch keine Karten da, nicht? Der bunte Abend kam immer näher, von Herrn Becker habe ich nichts mehr gehört, nicht? Nun kann ich ja den Mann nicht laufend nerven und anrufen, ich habe dann 5-6 Mal angerufen. Ich war immer seine Frau am Telefon. Ja, der Hans ist eh na trinken. Nicht? Sie wisse nichts von Karten. Das würde ihr Mann machen. Da dachte ich schon, au, au, au. Der bunte Abend kam, kein Herr Becker, keine Karten. Nicht? Bin dann am Vorabend von dieser Tombola zu unserem Bürgermeister und sagte, dass ich also dringend diese Karten bräuchte, weil es ist ja auch unangenehm, wenn man sagt, man hat Karten, hat dann doch keine Karten, nicht? Bekam dann vom Leiter des Kulturamtes in der ersten Reihe die 3 Schwerbehindertenplätze. Nicht?
bleiben ja doch meistens unbesetzt. Nicht? Der bunte Abend war nicht so. Sie hatten schon bessere. Nicht? An diesem bunten Abend treffe ich den Herrn Bäcker. Wahrscheinlich hatte er wieder einer getrunken. Nicht? Und gleich so in seinem typischen: Ja, Meister, wo bist du denn herumgelaufen? Also, wo ich gewesen wäre, er habe den ganzen Abend am Eingang auf mich gewartet. Dass er die Karten da in seiner Stammkneipe hinterlegen wollte, konnte er sich offenbar gar nicht mehr dran erinnern. Und die Karten hätten mich, wenn ich sie bezahlt hätte, 45 Mark gekostet. Mein Gott, reden wir nicht mehr davon. Für mich kein Thema. Aber da sieht man, in was für Situationen man durch so jemanden kommen kann. Na ja, gut, gehen wir mal eine Hausnummer weiter, nicht? Schönen Tag noch. Also, da kennt ich aus der Hautfarbe. Wenn man nicht gleich Uff macht, wenn einer klingelt, laufe ich wieder fort. Habe ich noch den Meierkurt getroffen, wollte er mir noch ein großartiges Gespräch halten. Ich kann mich ja nicht von Mainz bis Ohms an die Dierstelle für den Fall, dass einer klingelt. Da bei der Stadt haben wir auch so einer. Der, wo immer da ist, Gas, Wasser, Dings, da, ich sag immer zum der Absperrhahn. Nicht? Wer ist er dann? Der Laumann. Herbert Laumann. Das ist auch so einer. Klingelt vorneweg zwei, drei Mal. Wenn man nicht gleich aufmacht, lauft er wieder fort oder lauft ins Haus rum. Mit dem komme ich ja auch nicht klar. Das ist auch so ein Fall für sich. Wir haben doch immer im Jahr die Veranstaltung mit der Tombola da. Ne? Eines werden Sie gar nicht wissen. Ne? Kommt der schlau Herr Laumann, ob ich ihm nicht kennt, 5 Karte besäue? Dann habe ich gesagt, jo, was will man da jetzt noch großartig, nicht? Ich soll ihm die Karte ins Eckstübchen bringen, er, der dort als einer trinke. Und das ist mir irgendwie komisch vorkommen. Ne? Ich habe den dort noch nie gesehen. Ich habe gedacht, wenn ich die Karte habe, lege ich die Karte daheim hin und dann weiß ich jetzt, wo die Karte sind. Dann ruft er wochenlang jede und jede da bei uns daheim an. Ich habe zum Hilde gesagt, wenn er noch immer anruft, sage ich, wäre nicht da, er bekäme seine Karte. Wie es soweit war, kein Laumann Herbert, kein Herbert Laumann und ich habe die Karte. Ich habe noch gedacht, nur dran, du, ich sehe die Karte nicht. Nur dran, du, ich sehe die Karte nicht. Ich meine, er hätte auch gesagt, er kommt daher, vor die Karte sich zu holen und 6 Karte sind 6 Karte. Der eine oder der andere wäre vielleicht noch gerne in die Veranstaltung. Und bei der Tombola habe ich ihn getroffen und da hat er schon so komisch geguckt. Wahrscheinlich hat er wieder sein 6er-Pack Marebitter getrunken. Heißt er, wo waren sie dann? Ich habe gesagt, ich habe den ganzen Abend am Eingang auf sie gewartet. Also am Seiteingang, ne? Ah ja, der Spengler-Herbert hat dort mit Flasche Bier gestanden. Und dann habe ich, wenn er dort vorbeikommt, sie ist nicht. Nichts mehr von der Karte, nichts mehr vom Eckstübchen, das ist der Herr Laumann. Schwätzt man nicht mehr davon. Für mich kein Thema. Aber das siehst du, in was für Situationen du, dass so jemand kommen kann. Ich sag immer, wenn man so will, kennt man sich das Ganze ja über die Leute aufregen. Ne? Das ist doch wahr. Jetzt, was ich erzählen wollte vom Hilde, seinem Geschenk. Es hat Geburtstag gehabt und da habe ich als überlegt, was könnte ich dem zum Geburtstag haben. Ne? Zuerst wollte ich so 100er Pack Staubsaugerbeutel holen, ne?
Ah ja, ich habe nachher gedacht, ist vielleicht auch nicht so. Ne? Und dann habe ich gedacht, vielleicht Parfüm. Weil du hast ja so, ah, bis auf die Erfrischungsdienste. Ne? Du kannst ja schlecht, wenn man oben schon um fort geht, Erfrischungsdienste oder die Schulterklappe legen. Ne? Ah ja, da kommt einer und sagt, was wollen Sie trinken? Da sag ich, ach, schwör's nicht. Nee, dann hab ich gedacht, kaufst du mir da so ein Parfüm. Nicht? Heißt, dann gehst du in so ein Parfum Marie. Die müsste das ja haben. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in so einem Lade waren. Da laufe ich nur von denen ganz feine Frauen. Ne? So Ede mit Petete. Wie die Mannequins. Nicht? Und so gucke die auch. Wie wenn sie die Schönste wäre und es hat noch keiner das Gegenteil gesagt. Nicht? Deswegen darf die auch beim Bedienen nicht lachen, nicht? Weil du fällt ja alles ab, nicht? Deswegen hatte ich damals mein Haus, wie ich das habe, verputzen lassen, alles auf Garantie, nicht? So eine Verkäuferin ungeschminkt in der Garde gestellt, hast du am Salat kein Fächel, nichts. So gehst du an einer richtigen Vogelscheich vorbei, sag ich, genau, gnädige Frau. Oh, hört doch auf. Da hat mir einer gesagt, das wären jetzt wie? Die Töchter der Venus. Ich kenne die Frau nicht. Vielleicht wohnen sie bei uns so in dem Hochhaus, nicht? Weil man sagt ja als die Venus vom Silo, ne? Also ich bin jedenfalls in den Lade und da kommt doch so ein Puderdippchen auf mich zu, ne? Und er sagt, kann ich Ihnen helfen? Oh, ich sagte, nee, ich wollte Parfüm kaufen für meine Frau. Sagt, was trägt sie denn so? Ha, ich sagte, heim rum ist Kittelscherz. Ha, ich sagte, und wenn wir fortgehen, zieht sie sich um. Der sagt, nein, welchen Duft hat sie denn gerne? Na, ich sag, ja, wie gesagt, sag, Stammmeige sind die Frischhalte, die ich ja da, nicht? Ansonsten weiß ich nicht, nicht. Und da holt die da wie so ein kleiner Karton, dann hat er so drauf gesprüht, und er sagt, das ist ein sehr süßer Duft. Er sagt, Frau Hilde, ist das nichts. Weil der Doktor hat gesagt, mit dem Süßen sollst du ein bisschen aufpassen und so. Und da holt sie noch einmal so einen Karton, noch einmal so drauf gesprüht, nicht? Ich habe gar nicht mehr gewusst, wo ich hinriechen soll, nicht? Satz, welchen Duft mögen Sie denn so? Oh, so, so, so zwischen 10, 15 Mike. Ich habe noch gedacht, bevor die dich jetzt betäubt.
Heißt, holst irgendwas, was du. So den Fläschchen, ne? Komme an die Kasse. Sah die 85 Mike. Heißt, sagt, sie können mir doch helfen. Satz, ja, gerne und wie? Heißt, sagt, helfen Sie mir die Badewanne austragen. Heißt, sagt, aber lass du Stoppe drauf. So, daher, hat's Hilde noch nie gerochen. Ich hatte am Geburtstag gesagt, geh mit dem Parfüm sparsamer um, wie mit dem Suppegewürz. Also was die im in den Geschäften da immer und im... Das wisst ihr noch gar nicht. Ich habe mir, das ist mir an uns, schon Woche her, aus dem Katalog eine Sonnenschirm bestellt. Ich habe zum Hilde gesagt, du wärst sehen, die Hand kennen wir, oder die Hand das vergisst. Am letzten Samstag, also vor einer Woche, kommt ein Paket. Der Größe noch hätte es keinen Sinn. Ich habe das Ding ausgepackt. Was Menschen, was die uns geschickt haben? Eine Wäschespinne. Jetzt, wie kann dann sowas passieren? Ich habe die Nummer aus dem Katalog noch abgeschrieben. Wenn es Hilde abgeschrieben hätte, hätte ich noch gesagt, ich habe zum Hirn gesagt, ist mir jetzt gerade egal. Ich habe gesagt, jetzt haben wir so lange auf den Sonnenschirm gewartet, wenn die Sonne scheint, stelle ich mir aus die Wäschespinne auf. Und da kenne sie mich ja schlecht. Habe ich ja gleich dort angerufen. In dem Geschäft. Jetzt war dort keiner am Telefon, da war doch nur so ein Telefon, sagt man dann so, Band. Telefonband. Es wäre jetzt niemand da, erst ab Montag um 9 und man könnte eine Nachricht hinterlassen. Das habe ich ja gemacht. Und wie? Ich habe gesagt, wenn bis heute oben der Sonnenschirm nicht da ist. Heißt, sagt, leite ich andere Schritte in. Aufgelegt, kein Name gesagt. Ja, glaubst dann du, dass ich da noch ein großartiges Gespräch führe? Ich muss mal im Bachwalder sein Nichte frohe. Die schafft ja auf dem Gericht, nicht? Ob die das so überhaupt machen darf? Ich glaub sie nicht. Ja, die schafft schon 5, 6 Jahre schafft die auf dem Gericht, nicht? Mittwochs putzt die dort, nicht? Das ist doch ein Kaufvertrag. Wer ist es nicht? Wenn das jetzt umgekehrt gewesen wäre, wenn mir eine Wäschespinne bestellt hätte und die hätte einen Sonnenschirm geschickt, hätte ich ja nichts gesagt. Satz Hilde, ja, eine Wäschespinne brauche ich auch. Heißt er, dann kaufst du ihn nicht bestellt, wer kennt. Sagt ja, mir Hand doch jetzt in. Heißer, das ist nicht.
Ich habe gesagt, das ist nicht unser Wäschespinn. Ich habe gesagt, das soll unser Sonnenschirm sein. Ich habe gesagt, die kriegen die Wäschespinnen zurückgeschickt, die sollen das merken. Ich habe gesagt, wir leben immer noch in einer Demokratie. Sagte Stefan, ja, das verstehe ich nicht. Also, das kann ich mir vorstellen. Heißt ja, Demokratie ist. Ich habe gesagt, Demokratie sind eigentlich zwei Wörter. Nicht? Das ist Demo. Heißt, das müsst du ja wissen mit deiner Demonstration. Nicht? Und Gradie ist Französisch und heißt umsonst. Ich will Ihnen jetzt doch nichts andichten, Kamil. Haben jetzt lang genug im Keller gesitzt, ohne was zu schaffen. Gehen wir ins Wohnzimmer, gucken, was im Fernsehen kommt. Naja, Sie wollen jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr allzu lange im Keller sitzen bleiben. Nicht? Denken Sie dran, wenn Sie nachher hinausgehen, dass die Fies ein bisschen hochheben, Hilde hat schon geputzt. Nicht? Und der Letzte kann ja dann das Licht ausmachen. Nicht? Alle, Wiedersehen.